Ist wieder euer LBTV und heute zocke ich wieder einmal eine Runde GTA Online. Herzlich willkommen auf jeden Fall wieder auf meinem Kanal zurück. Es kam ziemlich lange kein GTA Online, weil ich ein bisschen privat zu tun hatte mit organisatorischen Dingen in einem anderen Projekt. Naja, auf jeden Fall, ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute den lieben Jan am Start. Hallo. Und wir zocken heute mal eine gute Map, die ein bisschen mit Cunningstunt zu tun hat. Und ja. Jan ist das erste Mal in einer GTA-Aufnahme, man kennt ihn schon von F1 und es geht los. Ja, Jan ist auf jeden Fall besser weggekommen als ich. So. Mal sehen. Oh, es gibt Waffen, das ist schon mal. Machen wir Frieden oder? Ja, wir können Frieden machen. Alles gut. Also nur Wegram. Halt, ja, aber Wegram ist erlaubt, genau. So, komm. Jetzt kommt der erste Sprung, der erste Looping. Boah, das wird haarig mit dem Centauro. Ah, na Jan, wo bist du? Ah, bist nicht weit hinter mir. Ich bin noch nicht beim. So, ein bisschen Skill. Okay, welcher Skill? Das war gerade mega schlecht von mir. Jetzt geht's auf die Spirale drauf. Das ist so eine kleine Anfangsmap. Na, komm. Ist das Centaurus ernst? Naja. Seh ich jetzt wieder? Das ist gut, komm. Hafte. Ja, ja, sauber. Ja. Ja, sehr schön. Ich klebe dran. Ich klebe wie der Sekundenkleber. Toll. Meine Fahrweise natürlich mal wieder unter aller Käse. Und ja, jetzt geht's so ein bisschen. Ja, hier der Punkt ist der Gegner. Das war gerade echt behindert, wie der da stand. Der Punkt, okay. Oh. Ja, ich habe den Punkt gekriegt. Ja, so jetzt durch die ganzen drehenden Aussortierer durch. So, und jetzt bin ich aus der nächsten Röhre raus. Bist du immer noch bei der Spirale? Ja, ich bin. Oh, Alter, ich hab ja nicht gesehen, dass es hoch ist. So. In dieser Einstelle. Komm, ja, sauber. Jetzt ab in den nächsten Looping. So. Also, es gibt auf jeden Fall zwei Runden. Also, in der zweiten Runde kannst du auf jeden Fall zeigen, dass du. Als ob. Was? Ich hab's geschafft, nur ich bin zu weit geflogen und bin runtergefallen. Ey, komm, leck mich am Arsch. Was ist das? Ja. Das ist GTA. Und die Curbs sind auch besonders rutschig hier. So, ich bin wieder auf dem Weg. Nach oben. So, jetzt nicht zu schnell. Alter, war ja, das schlecht gerade vor mir. Da beweist sich auf jeden Fall schon mal, dass ich mal wieder heute ein richtiges Skill-Getränk getrunken habe, denn 0 mal 1000 ist halt immer noch 0, ne? Man weiß es ja. So, jetzt bin ich auf jeden Fall. Jetzt bin ich in der zweiten Runde. Bist schon weitergekommen? Bist schon durch die Spirale durch? Ja. Super. So, komm, die Runde will ich jetzt mal perfekt schaffen. Man muss jetzt aber schon dazu sagen, du hast die Map schon einmal gespielt. Nein, habe ich nicht. Oder ich habe das jetzt eben getestet. Nein, das war eine andere. Okay, gut. Ja, sehr schön, jetzt bin ich. Gerade noch mal ein Hindernis. Was denn? Kommt nach der Spirale noch ein nennenswertes Hindernis? Da kommt noch ein Looping, das war's dann. Ah ja, den konnte ich. Boah, perfekter Drift. Kommt die Auffahrt zur Spirale. Da weiß ich, dass der Centauro überhaupt keinen Skill hat. Oder ich habe vielleicht gar keinen Skill,
weiß man natürlich nicht so ganz. Kaum schön hochziehen, die Eier kleben dran. Sehr schön, und jetzt fliegen, ausbalancieren. Komm, sehr schön. Und den Punkt mitnehmen. Und jetzt die grüne Spirale. Wieder rüber, so. So. Oh, das ist ja mega Glück, den ich hier gerade habe. Jetzt wieder fort. Ja, soll ich dann gleich vom Ziel warten? Nee. Soll ich reinfahren? Aber ich habe noch 13 Kontrollpunkte, also. Ja, ich finde es nie beendet dann. Ja. So, jetzt fahre ich durch den BVB-Looping. Und come on. So. Boah, perfekt genommen die Kurve gerade. Und ab in Drift. Oh, jetzt fahre ich wieder hoch. Das Ziel ist jetzt ungefähr. Bei welchem Kontrollpunkt ich gerade bin? Nein, ich bin jetzt bei der Spirale. Achso, du bist jetzt gerade. Okay, gut. Und ich bin im Ziel. So Leute, wir sehen uns auf jeden Fall gleich bei der zweiten Map. Bis gleich. Jo Leute, da sind wir wieder. Und jetzt zocken wir die zweite Map, Robots in Desage. Oder wie das Desage, ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt los. Zweite Map, es hat auf jeden Fall geregnet. Ist es also ein bisschen rutschiger. Jan, pass ein bisschen auf. Könnt rutschig werden. Ich hoffe, jetzt kann ich mal dranbleiben. Ja, schon. Ja. Die Map hat 69%. Mal sehen, was uns da so Schönes erwartet. Ah, da kommt der Erste. Ah, die amerikanische Flagge. Gott segne Amerika. Mal wieder unbeliebt machen. Okay. Ist ein Verwandlungsrennen. Also das wusste ich jetzt nicht, weil nämlich in der Beschreibung halt Stuntrennen stand. Ei. Alles klar. Hoffentlich kommt kein Helikopter, denn mit Helikoptern besser geht. Ja, so. Ja, lol. Alles klar. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Wow, wow, wow. Oh, ja, LED-Röhre. Was ist da? Alter. Yo. Ich bin auf dem Kopf gerade da entlang gegangen. Ich bin immer noch auf dem Kopf. Alter, ist die Map krass. Yo! Bei diesem schmalen Teil bin ich die ganze Zeit auf den Kopf gerutscht. Oh, geil. Yo! Nein, ich bin rausgeflogen. Scheiße. Oh, ist die Map geil. Mit welcher Taste hast du hier schon? Was denn? Mit welcher Taste hast du hier schon Fallschirm? Mit X. Oh ja, ich hab. Oh nein, überdreht, ahahaha. Oh, das ist mies. So, da kommt. Also,
Oh. Oh, wieder rausgeflogen. Ach, come on. Come on. Wir machen mit, also man darf Ego-Perspektive benutzen, oder? Ja, man darf. Okay, ich glaube, das mache ich jetzt nicht mehr. So, mal sehen, was am Ende kommt. Nochmal schön nochmal. Boah. Alter. Was kommt da? Oh, ich hab's geschafft. Jawohl. Mit dem LKW runter. Oder mit so einem Kipplaster. Zum Helikopter. Hast du den Turbo benutzt? Ja, aber es geht auch ohne. Okay, jetzt auf jeden Fall mit dem Helikopter. Ich finde die Map geil. Ich auch. Bist du in der Ego-Perspektive oder normal? Ich bin in der normalen. Oh, da geht's wieder zum Flugzeug. Oh, ist die. Also ich finde echt, dass die Map geil ist. So. Ich hab nur die Spirale dann. Jawohl. Das war zwar nicht so geplant, wie es sein sollte, aber... Naja. Da respawne ich mal. Wo hat er da bitte den Checkpoint gelegt? Das sieht fast gut aus. Ja, ich sterbe gerade die ganze Zeit, ey. Bitte nicht. In der Ecke so die ganze Zeit. Ich sterb die ganze Zeit, weil der Checkpoint so kacke gesetzt ist. So, und raus, super. Und wieder neu anfliegen. Okay, das ist noch zu kacke angeflogen. Oh, es gibt auch zwei Runden. Da wird halt einfach gecheatet. Ja. Gut gecheatet habe ich. So. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder zum Ziel runter. So, daher kommen also die 69%. Jan, bei welchem Checkpoint bist du? Ich bin immer noch bei der Spirale. Oh, okay. Und jetzt wieder auf den Looping. Probier die nur einmal in Ego. Und guck, wie das aussieht. Jetzt wieder mit dem Flugzeug zurück. Es ist ein Stunt-Ren mit Verwandlung. Okay, so. Sauber. T20. Sauber, sehr schön. Und ab in die LED-Röhre. Oder in die LSD-Röhre, sagt man ja auch.
Och, gerade so drauf. Oh, da sehe ich doch den lieben Jan. Jo, fast gecheatet. Ich weiß halt auch nicht, wie weit es ist. Das sind irgendwie 9 Spiralen nach oben. So. So, ja, ich bin oben. Sehr schön. Und jetzt wieder runterfliegen mit dem Kipplaster. So. Oh komm. Nein, ich war oben. Nur ich hab den Jackpot nicht bekommen. So, bei der letzten halben Empfehlung. Das ist natürlich bitter, ne? Und ab, und jetzt geht's wieder mit dem Flugzeug weiter. So. Checkpoint 14 von 20. Soll ich gleich ins Ziel fahren, Jan? Ja, ich hab's gerne. Dann warte noch mal kurz, ob ich die Pedale schaffe. Bin ich einer? Komm, will ich jetzt mal nicht cheaten? Ja, da ist er, der Skill! So. Hallo, mein Ziel, oh, ich flieg fast übers Ziel. Uiuiui. Boah, ich flieg ins Ziel. Ich konnte nichts machen. Ich hab ja auch gedacht. Hä, wie soll ich die. Wie schaffst du die denn? Ich. Kannst du in meine Aufnahme gucken? Ja. Ja, genau. Und dann immer so ein bisschen gegenlenken und. Ja, okay, das nicht, aber. Ja. Damit habe ich das Rennen gewonnen. Und ja. So Leute. Dann verabschiede ich mich von diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen. Da lassen. Vielleicht schaffe ich mich auch irgendwann mal zu wehren. Gegen Luca. Ja. Das sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst ein Like da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, euer LBTV.